Rin. Auf geht's, Jungs. Rin. Attacke. Rin. Ihr werdet alle sehen, mega. Oh, Max, ey. Was kommt mal der Joker? Nichts. Ich bin Batman. Ein Ast ziehen. Ich bin Batman. Ich bin einfach wieder nichts. Ey, Leute, ganz ehrlich, wir sollten eigentlich eine Vorhersage machen. Wir sollten eine Vorhersage machen, ob ich heute irgendwie eine... Oh mein Gott, Domme gönnt einfach direkt. Was ist mit ihm los? Vertrauensbeweis des Todes. Oh mein Gott, Domme, Alter. Domme, ich muss Domme beschützen. Ich muss bei Domme bleiben die ganze Zeit. Ohne Witz. Ich muss bei Domme bleiben. Domme ist Medic. Er hat mir instant das Schild gegeben. Wie gut. Wenn er stirbt, dann bin ich halt auch, ne? Dann ist halt auch gefährlich. Uhuhu. Und das meinte ich halt mit dem... Mit dem Rand, ja. Wenn der jetzt weg ist irgendwann, dann habe ich halt kein Schild mehr. Alter, dass er dem, mir den sofort gibt, ohne irgendwie was gesagt zu haben oder gehört zu haben, das ist auch nicht schlecht, ey. Domme weiß, dass die Wahrscheinlichkeit von dir Crewmate zu sein bei 99% liegt. Ja, das ist richtig. Das ist fair enough, das ist wohl wahr. Scheiße, ich muss Domme wiederfinden. Es wäre so unlucky, wenn die Domme töten, Mann. Ohne Witz, bitte. Keiner kann mich töten. Keiner kann mich töten. Keiner kann mich töten. Ich bin... Nein, was war nicht Domme, oder? Oh Gott. Hä? Gott sei Dank. Digga, wer ist das Sussman, Alter? Was, Pika, kein Imposter-Bug? Was ist denn da los? Ja, ganz kurz, ne? Also, frag ja, bitte. Achso. Träumchen, mach erstmal, du bist ja hier der Initial der Runde. Ja, also die Leiche liegt neben dem Card-Scan und wir waren da irgendwie gerade zu viert im Admin. Ich schwöre, ich hab's nicht gesehen. Ich auch nicht, weil ich war gerade im Kabel. Da wurde der Doppelkill verkackt, Alter, nice. Ich war gerade im Kabel drin. Ich war gerade mit Kevin hier bei Storage, ne? Richtig. Ja. Wer war noch gerade auf der rechten Seite gerade? Einer war, glaube ich, noch auf der rechten Seite. Max ist uns, glaube ich, entgegengelaufen. Okay. Ja, aber ich war unten rechts, also nicht da oben. Nee, es geht nur darum, dass wir wissen, dass du auf der rechten Seite bist. Achso, ja, ich war Communications. Du bist ganz lieb, Max. Ja, Max war vorher bei mir. Ja, Sasch, das wollte ich fragen. Sasch, was hier, als das Licht ausgegangen ist, du bist mir straight von Electrical da entgegengekommen. Was hast du denn da gemacht, Alter? Ich bin also, warum bist du nicht zurückgegangen und hast das Licht angemacht? Weil ich das einfach nicht gecheckt habe. Was? Wie kann man das denn nicht checken? Das ist ein bisschen schwach. Weil es die zweite Runde ist, die ich spiele. Ja, ich muss ja erstmal die ganze Zeit. Aber es wird doch dunkel um dich herum. Es wird doch dunkel. Nee, dunkel. Standard-Ausrede. Das ist auch eine Ausrede, lass ich nicht mehr gelten. Ja. Er ist eigentlich er ist Among Us ESL-Profi. Ich glaube, Leno hat ganz schlimme Sachen vor heute in dieser Runde. Das ist richtig. Wo warst du, Leno? Nenn uns mal so ruhig. Das kann ich euch leider nicht sagen. Ja, das ist aber normal. Das ist nichts, das kann ich euch leider nicht sagen. Der Standard gerade beim Admin am Nachbarn. Ich habe meine absolute Standardrunde gezogen, die ich auch immer als Imposter ziehe. Das könnt ihr euch merken. Ich gehe immer nach oben, mache das Laub. Dann gehe ich nach rechts und wahlweise so variiere ich dann vielleicht mein Upload oder so. Aber jetzt bin ich tatsächlich runtergegangen, habe das Laub auf der linken Seite reingezogen. Dann, ich habe mich nicht verhaspelt, ich weiß nicht, was du hast. Dann bin ich nach rechts gegangen, habe das Navigationssymbol angemacht und dann ist auch schon der Alarmus gegangen. Und leider ist das dann eben so abgebrochen, dass ich hier mit euch an diesem schönen Tisch... Max, hast du nicht gesehen oder war der nicht bei dir? Erzählt, da oben. Zwei Runden später raus. Ich war nicht oben. Leno stand doch rechts neben mir bei Download oder wer stand da gerade? Boah! Hey, ja, das stimmt, weil ich war mit Leno gerade noch beim Storage und da hat er mich beobachtet. Ja. Und dann seid ihr hochgegangen Richtung Atem. Genau. Und ich bin rechts Communication und Shields weitergegangen. Hallo. Okay, Max raus, Zero raus, ich raus für die Gut, Kill. Ich bin dann sicher in meiner Entscheidung. Also ich bin auch unschuldig, also das müsste ja, man Domme, eigentlich... Ja, Domme machen. Auch, ja. Das ist absolut wahr. Ja, aber... Er kann auf jeden Fall nicht in der Nähe gewesen sein für den Kill. Ihr wisst noch gar nicht, wie lange der da schon lag. Wir haben den eher zu viert. Der ist safe wieder instant. Wieder. Das muss safe instant passiert sein. Überall Würmer. Niemals, dann das kann doch, 100%, sein. Hör auf, er Cash, hör auf. Okay. Er will die Versicherung betrügen. Er will uns, Alter, er will uns gerade erzählen, dass die mit 4 Leuten da sind und die Leiche wäre alt. Bitte. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Also ohne Witz, was ist das denn? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass 4 Leute da eine Card-Swipe machen und alle irgendwie verkacken, Alter. Komm. Alter. Nabens. Das ist halt der größte Fins-Case, Junge. Nabens Schattenfang. Danke für 6 Monate. Vielen Dank. Komm zurück. Sergeant Demon meldet sich zum Dienst. Lordi, herzlich willkommen. Wunderschönen guten Abend. Na, will mich jemand töten? Okay, ist, hä? Töten. Ey, Domme darf nicht sterben, Mann. Das ist ganz doof. Ohne Witz, das darf nicht passieren. Ich darf den Schild nicht verlieren.
passiert denn da unten, Alter? Was ist da denn los? Sascha war Kamera. Sasch Face, Leno und Cass links. Hallo. Das war Sascha, wow. Ach Mann. Hallo. Es ist jemand gestorben. Reporten. Du musst an der Leiche stehen und dann kannst du da, steht da, wo Use steht, da über steht dann Report. Achso, okay. Ja, das ist jetzt ein bisschen unglücklich für dich, weil ich bin gerade in Security reingelaufen und ich habe die Leiche umfallen sehen und Lila stand daneben. Digga, das war eine Wendung, Mann. Achso, ich dachte Max. Aber warte mal. Lila, Cass und Leno waren kurz davor in Reaktor drin. Richtig, da bin ich immer noch. Ja, Leno und ich waren da gerade. Und ihr habt gesehen, wie Lila rübergelaufen ist, richtig? Ich war im Simon, keine Ahnung. Ich auch. Du warst gar nicht im Simon, du Lügner. Warum war er nicht? Warte mal. Erklär ich gleich. Ja, warum war er nicht im Simon? Er hat schon wieder Theorie 300 Jahre lang. Boah, Junge, ich weiß doch, dass du Jester bist. Du spielst es echt schlecht, Leno. Das Ding ist, er steht halt einfach drei Meter neben. Ja, nee, von da kannst du Simon machen. Ich stell mich doch nicht in dich. Doch, safe kannst du von da. Du standst nicht in Case. Okay, wenn ihr das sagt, dann ist es halt so. Mir doch egal. Aber für mich stand er halt übel weit daneben, deswegen. Ich habe aber gesehen, wo er stand. Du sagst safe, man kann das von da machen. Denke ich schon, ja. Okay. Dachte Leno, hast du ein paar Mal die Karte verkackt oder was startet? Weiß nicht, ob ich Simon habe, sonst kann ich das gleich ausprobieren. Karte war einfach safer Jester. Karte der Hölle. Ja, ist auch irgendwie. Okay, Träumchen, wo kamst du denn her? Ich kam von oben. Ich war vorher im Medbay zusammen mit Dommer. Und davor war ich im Admin. Aber ich kannte nicht proofen, weil ich hatte keinen Med-Scan, ich hatte nur Reagenzgläser, aber für mich stand Träumchen ein bisschen zu akkurat auf den Scanner drauf, weil im Normalfall steht man eher, wenn man sich scannt. Sie ist mir aber entgegengelaufen. Entgegengelaufen. Ich bin Medbay quasi vorbeigelaufen, da ist sie von dort raus und nach links entlang. Ja. Das Ding ist, wenn sie jetzt Impostor sein sollte, dann hätte ja zumindest Lila sie sehen müssen beim Kill. So, also wenn Träumchen sagt, dass sie reinkam und die Leiche fiel um und Lila stand da drin, dann hätte das ja genau, wenn das nicht stimmt, dann hätte es ja andersrum sein müssen. Da kam ja nichts von der Richtung. Ja, oder der Boss war dann schnell im Wind rein. Bei mir lag die Leiche schon und ich wollte sie gerade reporten. Also im Prinzip ist ja, aber Träumchen hat reported. Das macht ja keinen Sinn. Ja, deswegen habe ich ja gefragt, welchen Knopf ich überhaupt drücken muss. Ach, das kannst du mir jetzt sehen. Das leuchtet auf, da kannst du mit der Maus drauf fahren. Ich glaube nicht, dass das ist. Also Träumchen und Lila erstmal einfach nur. Oder du drückst einfach die Leertaste, dann macht das automatisch. Ah, okay. Träumchen und Lila. Ein Officer zu. Muss mit Dommel zusammenbleiben, Mann, es geht nicht anders. Ich habe zwar keine Aufgabe, ist mir egal. Bleib mit Dommel zusammen. Der ist halt safe. Ich hoffe, er bleibt bei mir und checkt das halt auch. Nein, bleib doch bei mir. Danke. Ich muss die ganze Zeit bei Dommel bleiben, weil wenn er nicht stirbt, dann bin ich auch sicher. Jetzt kommt er hierzu gar nicht, Alter. Es hat gestimmt! Wow. Träumchen war Imposter. Ich habe auf sie geschossen. Ich bin Officer. Nice. Das ist aber ein nicer Call jetzt. Krass. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, ne? Oder aber du bist wieder Imposter und holst die... Könnte halt auch ein Sonnenlicht sein, ja. Nein, Leute, ich schwöre, ich bin immer der stolzeste Officer der Welt, wenn ich auf einen schieße und das stimmt. Sofort Report und der stolzeste Mensch. Aber wie funktioniert das denn bei dem Officer jetzt? Der kann schießen und nur wenn derjenige auch ein Imposter ist, dann stirbt er, oder was? Ja. Richtig. Und was, wenn nicht? Dann stirbt er selber, dann stirbt er selber. Also wie TTT diese Waffe. Ja, richtig. Okay. Aber das würde im Endeffekt dazu passen, weil... Wie gesagt, im Normalfall, so kenne ich das halt, wenn man sich wirklich scannt, steht man nicht direkt auf dem Scanner drauf, also nicht in der Mitte, sondern eher am Rand. Ja, eben, und der Call war so sus für mich und dann dachte ich, okay, ich muss entweder Sashface oder Träumchen weghauen. Ja, und dann gerade eben war sie noch bei den Reagenzgläsern, wo sie vorher halt nicht mit war, deswegen würde ich da Cass jetzt tatsächlich halt mit trauen, dass er Officer ist. Kann man das anhand irgendwas denn erkennen, ob jemand Officer ist? Also ja, wenn er halt jemand tötet. Nein, kann es halt auch ein Officer sein. Also ich sehe es an meiner blauen Schrift.
Ja, nee, schon klar. Ich meine jetzt, ob man... Nein, das wäre ja witzlos. Das macht ja keinen Sinn. Ja, weiß ich nicht. Bei TTT zum Beispiel ist es ja so, dass man das... Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber hier kommt, ist es ja gerade. Nee, aber bei Among Us wäre es tatsächlich witzlos, genau. Wenn man das sehen würde. Man kann es anschalten, dass man... Also wenn das stimmt, dann muss Sascha ja safe sein. Also Sashface muss ja safe sein, ne? Ja. Also jetzt war ich auf jeden Fall gerade mit Leno auch im Electrical. Also außer er ist halt Joker und hat da irgendwelches komisches, wie reportet man eigentlich so auf Joker-Basis? Das glaube ich bei Sascha aber noch es nicht. Dafür habe ich zu wenige Runden mit ihm gespielt. Wieso fragt man das dann vielleicht nicht vorher, Sascha? Also, das habe ich aber auch nicht beim ersten Mal, als ich gespielt habe, wusste ich in der ersten Stunde genauso wenig, was zu tun ist. Also, Ich kann das schon nachvollziehen. Du fragst ja auch ganze Zeit nach Max. Ja gut, okay, das lasse ich gelten, hast recht. Okay, der Officer kann aber auch den Joker töten, oder? Richtig. Das haben wir an, okay. Also aber Cass, tu mir bitte gefallen und baller jetzt nicht einfach so raus wie beim letzten Mal. Nein. Okay. Ich bin nicht Jester, ich wiederhole. Ich bin ja. Und gleich Hä, wieso denn sehr? Was hat der denn jetzt gemacht? Das war Max. Ich hab's gesehen, Max. Max. Niemals. Kam mit der Mülltüte bei Zero hinterm Kopf. Was redest du? Was ist los? Oh, scheiße. Huch. Bleib mal domme. Egal. Case müsste eigentlich auch bei uns bleiben. Ohne Witz, das ist wichtig. Wenn wir jetzt safe, also domme ist ja safe. So, Case kann nur einen von uns töten, wenn er gelogen hat. Ich hoffe nur nicht, dass er jetzt den Fehler macht und dann quasi versucht, mich zu töten oder so. Das wäre halt scheiße. Ich habe noch Rechtsaufgaben. Lol. Okay, Max. Okay, Moment. Lass mich kurz erzählen. Ja. Oh no. Cass ist nicht der Officer. Ich bin es. Und deswegen kann ich zu LOL! Was? 100% confirm, dass er Imposter war. No way! Und jetzt mal ganz kurz. Domme, wieso hast du Cass denn so krass verteidigt? Gehört ihr vielleicht zusammen? Nein. Lass Domme aus dem Spiel. Nein. Max, lass Domme aus dem Spiel. Wenn du wirklich Officer bist, lass Domme aus dem Spiel. Also, um ehrlich zu sein, ich hatte mit Domme auch beim letzten Mal genau beim Matchplay auch safe. Eine Diskussion, Domme wo ich nichts safe, gemacht habe. Leute, Domme ist aber safe. Aber warum ist er safe? Weil er mir ein Shield gegeben hat. Alter! Okay. Lass mich doch raus! Jetzt! Ja, aber gut, jetzt wollen wir gerade unsere Roles offen. Ja, ist doch scheißegal, wenn du jetzt stirbst, ist doch scheißegal, ich bin sowieso bei dir, Mann. Okay, das heißt ja quasi dann, okay. Kann der Medic also ich könnte einem Imposter ein Shield geben? Ja. Ich könnte ja, natürlich auch Case gekillt haben, so, ne? Man kann jeden einem Schild tatsächlich geben. Also, das war sehr früh. Domme hat die ganze Zeit, aber es wird keinen Sinn machen, weil ich bin Domme die ganze Zeit gefolgt, weil ich halt gucken wollte, ob er stirbt, damit ich halt mein Schild behalte. Das macht keinen Sinn als Imposter. Eben. Aber nice, wie Cass das einfach rausknallt, dass er Officer ist, so richtig proud. Junge, wenn du jetzt den Doppel-Doppel-Move machst, Alter, Max, Junge. Nein. Aber jetzt ist für mich eher Max, hast du frei nach dem Motto, geil, Cass hat verraten, dass du Officer hast, also kill ich ihn. Ja, können wir nicht sicher sagen, ne? Jungs, warte mal ganz kurz. Das Problem ist, wenn Cass hast gewesen, wenn ich nichts gesagt habe. Warte. Wenn Cass es jetzt wirklich nicht gewesen ist und Max und Sashface sind es, dann haben wir ein Problem. Ja, wo eben. Ist denn Cass gefunden worden? Wo lag denn der jetzt? Cass war im Electrical und ich habe ihn in Electrical vor den anderen habe ich ihn gerade gekillt. Weil ich war mit Max und mit Sascha links in Reaktor. Es wird halt, also für Max, für Max wird es keinen Sinn machen, dass er direkt offensichtlich den killt, wenn wir dabei stehen. Es sei denn, er hat es halt vorher schon gedacht. So, das hat das aber Domme ist halt, Max ist instant rein, hat sofort gekillt, als er bei uns stand. Also er hat nicht überlebt oder so. Es war instant der Kill. Ich weiß, wenn ich jetzt ein Poster wäre und auf Undercover killen hätte wollen, dann hätte ich das mit Zerhard oder so beim Reactor gemacht. Aber jetzt bin ich ich erinnere mich an die eine Runde mit Max, ne, kann ich ihnen so ein Mindgame zutrauen? Eigentlich tatsächlich nicht. Wie viele Aufgaben müsst ihr denn noch machen? Aber ich bin die ganze Zeit bei Domme, damit er nicht stirbt. Ich muss nach rechts, Domme, wichtig. Lass mal selbst spielen. Ja, okay, machen wir. Es könnte halt natürlich sein, wenn Max jetzt den Doppel-Doppel-Move macht, dann haben wir jetzt halt verloren, aber dann... Ey, ganz ehrlich, dann ist es auch verdient, Mann, ohne Scheiß, Auf Alter. Auf keinen Fall, es ist alles safe, trust me. Ich hoffe, Alter. Trust me, I'm an engineer. Okay. Er deckt uns gerade mit Bett. Ja, ich denke uns nächste Woche mit dem Schiff in Meteoritfeld. Trust me, I'm an engineer. Alter, das wäre jetzt so mies, wenn das wirklich der Fall wäre. Domme, komm mit, bitte, danke.
Okay, let's go. Komm, Dommel. Hey, was macht der? Los, lass mich hier Aufgaben machen, Alter. Die sind halt jetzt im Doppelkill drin, ne? Junge, die sind im Doppelkill, Alter. Junge, die wollen den Doppelkill machen. Was soll die Scheiße? Fuck. Okay, 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 okay. Oh mein Gott, ist das gerade intens. Ja, es ist safe. Max hatte voll recht. Cass macht einfach den Double Move, Junge. Oh mein Gott, da muss es aber Sascha sein, Leute. Da muss es Sascha sein. Also Sashface muss es sein. Dann ist es Sashface. Oh mein Gott, ja, ciao. Ciao. Ja. Also, Safe Report des Todes. Ich bin gerade von oben lang gegangen von, wie heißen die? Oben ist, glaube ich, Weapons heißt das. Mhm. Und ich wollte runtergehen und da lag Max dann. Ja, genau. Wieso? Es kann halt nur Sascha sein, weil wir waren alle ganz so nebeneinander. Ganz kurz, also das Ding ist, Max ist halt hundertprozentig, er hat die Wahrheit gesagt, weil er halt jetzt tot ist einfach. Ja. Deswegen muss es Sashface sein, weil Träumchen vorhin Sashface beschuldigt hat und deswegen hat Cass auch Träumchen gekillt. Richtig. Aber es das kann muss ich sagen, nur Sashface sein. War aber ein richtig geiles Mindgame, muss ich sagen. Ja, Mann, das war nice. Also ich hätte den Sieg tatsächlich gegönnt, aber in dem Fall würde ich jetzt auch Sashface. Nee, bei mir ist es Sashface. Ich bin einfach richtig schlecht als Imposter. Och man, warum spoilert ihr denn immer, Leute? Ich mal! Ja, wieso? Ist doch, also. Nein, wir wissen es doch nicht. Es hätte doch trotzdem immer noch irgendwie jemand. Wir haben alle Curry gewotet. Bis zur letzten Sekunde war. Ja, alle stimmen für mich. Es war so. Ja, offen. Aber deswegen musst du es doch nicht raushauen. Du hättest dir nicht reporten dürfen. Ja, okay. Ach man. Aber war echt ein. Das war nice, wirklich, ey. Aber es ist halt richtig raus mit Officer. Alter. Mein Gamble war halt wirklich, dass der Officer schon tot ist. Aber doppelt Leuten geil war halt trotzdem, dass Max nichts gesagt hat dazu. Das war nämlich sonst klar, dass ich direkt auf ihn war. Das war aber wirklich. Für mich war es nur so, okay, safe call. Ey, du hast mir einfach so die Runde versaut. Ich hätte die so durchgeplayt, wenn es geklappt hätte, Alter. Weil man wusste eben, dass Sascha das war. Und dann kommt er rein. Das war gut gemacht, weil ich fand die ganze Zeit, ne? Ich war noch nicht überzeugt, dass wirklich Max wirklich Officer halt mit ist. Also ich war noch nicht überzeugt. Er hätte nicht sterben dürfen. Digga, du stehst da 5 Minuten auf dem Vent rum. Ich denke, was macht er? Da geht er jetzt endlich rein. Ich wollte ja nicht rein. Ich habe halt die ganze Zeit nachgedacht, weil ich dachte, okay, wenn Max mich verdächtigt. Und wenn er mich jetzt erschießt, dann haben wir ich verloren. Ich will nicht geil werden. Das Geile ist auch, Sascha ist mir am Anfang... Junge, aber das war stark. Da hätte fast Max geklappt. Also selbst auf Ja, der Gegner war halt, dass der schon tot ist. Aber Max hat auch sagen, Max auf jeden Fall GG. Ihr hättet das aber schon ein bisschen früher lösen können, weil beim ersten oder zweiten Kill war halt die Frage, ob es Träumchen war oder halt Sashface und danach war Träumchen halt tot. Ja. Ihr habt das schon früher auflösen können, aber es war auf jeden Fall sehr nice gespielt, Max. Das Ding ist halt, weißt du, was mich komplett aus der Bahn geworfen hat, dass Cass dann raus sagt, ich hab den Officer gemacht. Das war halt dieses Sashface war einfach komplett weg dann. Aber dass er absichtlich auf dieses 50-50 halt... Ja, aber dann spielst du doch nicht, dann macht die doch nicht den Vote, dann meldet sie doch nicht, das macht doch gar keinen Sinn. Kommt drauf an, weil es gibt verschiedene Varianten, wie man wirklich den Job sagt. Ja, nee, das glaube ich aber nicht. Nee. Hätte. Dann traust du mir nicht zu. Aber du hättest den Report einfach nicht machen dürfen. Das hat nichts damit zu tun, aber deine Spielweise ist, glaube ich, anders. Max hätte einfach nicht sterben dürfen. Ja, das ist eine geile Runde. Holy shit, was für eine geile Runde.